Mein nächster Gast war schon ein paar Mal hier. Er ist einer meiner Lieblingsgäste, weil er wird mit Sicherheit dem einen oder anderen jetzt die Gelegenheit geben, sein Leben zu ändern. Fit bleiben ist gar nicht so einfach, sagt er. Wir gehen falsch, wir sitzen verkehrt. Zurück zur Hocke fordert deshalb Professor Dr. Gerd Schnack. Der fitteste 81-Jährige, den ich je in meinem Leben interviewt habe, meine Damen und Herren. Und das, Sie sind von Haus aus doch Chirurg, ne? Ja. Und wann kam in Ihr Leben der Gedanke, ich will fit bleiben und 100 Jahre alt werden? Im Vietnamkrieg. Und wieso? Na, weil ich gesehen habe, dass dieses Volk aufgrund seiner Lebensstilart in der Lage war, dem großen Amerika die Paroli zu bieten. Warum konnten sie das? Ich habe selten ein Volk erlebt mit solcher Form der Gelassenheit. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich kenne kein Volk auf der Welt, das so schmerztolerant ist, wie die Kinder in Vietnam, in Saigon. Ich kenne Napalmverbrennung. Kennedy auf unsere Intensivstation von der Helgoland, das war das deutsche Hospitalschiff. Ja, das wollte ich vielleicht dazu sagen. Sie waren 2 Jahre auf dieser Helgoland, waren Sie der leitende Arzt. Und der Kennedy ist gleich rückwärts wieder zurückgegangen, wie er die schmerzverbrannten Kinder gesehen hat. Und Sie beherrschen die Saigon-Hocke. Die ist mir damals aufgefallen. Wo man geht und steht, sitzen die Menschen in der tiefen Entspannungshocke. Und Sie sind für die Amerikaner unsichtbar gewesen, weil sie in den Ho Chi Minh-Fahrt, sie sind ja unterirdisch gegangen, die waren nicht mehr präsent. Mit dieser Ho Chi Minh-Fahrt können sie aber nur in der tiefen Hocke bestehen. Das ist die tiefe Hocke. Ja? Und die tiefe Hocke ist die perfekte Energiespeicherposition. Es gibt keine bessere Energiespeicherposition, über die der Mensch verfügen kann. Das heißt, wenn ich noch mal in meinem Leben auf eine Idee komme, eine Talkshow zu machen, lege ich einen Tisch weg und hocke mich mit Ihnen zum hin. Beispiel. Zum Beispiel. Oder wenn wir uns beide eine Talkshow machen, wir gehen vor dem Stuhl in die Hocke. Oder man ist auf einer Bergwanderung und man ist müde, der Rücken schmerzt, da steht eine Bank oder du bist am Bahnhof, du gehst dort in die Hocke. Also bei der Bergwanderung, das kapiere ich noch, in meinem Restaurant hätte ich Probleme, der schmeißt mich raus. Ja, das ist eben, wir haben uns, Deutschland, kann man sagen, sitzt grundsätzlich verkehrt. Die Welt ist bipolar, wir haben entweder dunkle Nacht, da sollten wir schlafen, oder wir haben den hellen Tag, dann sind wir aktiv. Wir, seitdem wir elektrisches Licht haben, können nicht mehr genügend schlafen und damit ist die Gegensätzlichkeit dieser Welt zerstört. Und genauso arbeiten wir. Wir arbeiten zu selten in Körperstreckung. Das heißt, wir stehen zu selten auf und in die tiefe Hocke gehen wir. Was wir beide jetzt machen, wir sitzen zwischen Baum und Borke. Wir sind nicht richtig in der Hocke und wir stehen auch nicht richtig. Und das ist eine Energieleckage. Das heißt, du verlierst ständig Energie und wir kriegen unsere Rückenbeschwerden. Also Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt Neue Körperwunder gegen Stress, Rituale zum Entspannen im Alltag. Professor Dr. Med-Gerd Schnack. Richtig. Diese Rituale, was sind denn zum Beispiel die Hebbsche Lernregel? Betriebliche Prävention in Deutschland ist immer noch eine Versuchsanstalt, so kann man das sagen. Sie setzt sich nicht nachhaltig genug durch. Weil ein Frank Elsner gehört zu den Menschen, die auch noch gerne arbeiten in Deutschland. Du arbeitest gerne. Und wenn du in der Arbeit bist, dann am Bildschirm zum Beispiel, du vergisst deinen Rücken. Du denkst nicht an den Rücken. Ich weiß das von Musikern. Ich habe 30 deutsche Orchester geschult. Die Musiker wollen Musik machen. Die denken nicht an ihre Rückenbeschwerden. Und jetzt komme ich. Wir müssen lernen, das hat der Professor Heck aus Kanada entwickelt, dass wir Gesundheitsentspannungsübungen mit Alltagsverrichtungen miteinander verbinden. Das heißt, 2 Vorgänge werden im Gehirn vernetzt, das bilden sich neue Netzwerke. Und nach 6 Wochen kannst du nicht mehr anders, als diese Gesundheitsübung mit einer täglichen Verrichtung kombinieren. Zum Beispiel, wenn du auf die Toilette gehst, musst du durch den Türrahmen durch.
Und da wir ja nur die ganze Zeit mit den Armen nach vorne sind und so arbeiten, wir machen keinen Gegenschwung mehr. Wir haben durch die Anpassung an die Technik haben wir den Gegenschwung vernichtet. Jetzt kommt die Frage, wie bringe ich dem Frank Elsner bei seiner täglichen Arbeit den Gegenschwung wieder bei? Da sage ich dir, indem ich auf der Toilette mit dem Arm nach hinten gehe. Da die Menschen in Deutschland sehr viel trinken, müssen sie mindestens 3 bis 4 Mal am Tag in die Toilette. Und jetzt sage ich, wenn du aus der Toilette rauskommst, machst du mein sogenanntes Kreuzhandritual. Du stellst dich in den Türrahmen und öffnest, lässt die Sonne in die Schulter reinscheinen. Das schaffe ich. Ja. Wenn du das 6 Wochen gemacht hast, kannst du nicht mehr anders durch diese Tür durchgehen. Die Hebbsche Lernregel, dein Gehirn diktiert dir die Übung. Und ich freue mich schon auf den Frankfurter Flughafen, wenn ich dann Richtig. Das ist genau der Punkt. Und so ist es mit dem Sitzen auch. Wir sitzen grundsätzlich in Deutschland verkehrt. Und jetzt kommt es, wir werden keine neuen Stühle entwickeln und wir werden weiter am Computer arbeiten. Aber wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Wenn die Stammzellen sich entwickeln wollen, müssen wir das Umfeld für diese Zellen optimal gestalten. Und ich möchte, dass der Mensch lernt, das persönliche Umfeld für seine Zellen optimal zu gestalten. Also bei der Arbeit am Bildschirm kannst du durchaus mal die halbe Hocke machen und dann schreibst du weiter. Du sitzt im Auto, bist Beifahrer, setzt dich so hin, du wirst staunen, wie der Rücken sich erholt. Wir dehnen die untere Rückenmuskulatur und wir erweitern den Spinalkanal. Das ist ganz wichtig, denn die meisten Menschen in Deutschland haben alte Bandscheibenvorfälle hinter sich und haben einen sehr ledierten Rücken. Und so ist das die optimale Position. Und wenn du nachher gut trainiert bist und diese halbe Kong richtig kannst, darfst du es auch mal so machen. Im ICE setze ich mal in den ICE so hin. Oder auf einer langen Flugreise. Sie werden kaum noch Rückenprobleme haben. Das ist ein guter Tipp. Was ist denn mit den 7 Sekunden Gegenschwung? Das heißt, 7 Sekunden genügen, aber in der Hocke kannst du das ruhig etwas länger machen. Ja, man kann in dieser Hocke kann man wirklich neue Energien im Körper aufbauen. Das Interessante ist, 1898 wurden die Olympischen Spiele neu aus dem Boden gestampft. 4 Amerikaner waren im Endlauf. 3 Amerikaner haben den 100-Meter-Lauf so begonnen, wie du es machen würdest, wenn du von 100 Meter keine Ahnung hast. Dann stellst du dich ans Start so, wie du am Ziel ankommst. Das haben 3 Amerikaner auch gemacht. Nur einer nicht. Der hat das gemacht. Wer hat gewonnen? Der. Der im Tiefstart. Und genauso ist es beim Skispringen. Skifahren in der Hocke ist nicht einfach. Aber auf der Sprungschanze fährt der Springer in der Hocke an und am Schanzentisch öffnet er den Körper und lässt die Energie aus dem Körper raus. Das ist genau das Geheimnis. Nein, das sind gute Beispiele, die ich auch sehr ernst nehme, weil ich mich ja öfter mit Ihren Theorien beschäftigt habe und auch ein paar Übungen in meinen Privatbereich übernommen habe. Und ich bin zum Beispiel auch ein Fan von einem kleinen Trampolin. Ja. Und Sie sind ja eigentlich der Papst des Trampolins. Ja, das ist genau richtig. Das Trampolin ist das Laufen auf einem schwingenden Boden, macht nebenbei eine Lymphdrainage und auch eine Venendrainage, weil das eine Pumpwirkung ist und es trainiert die Koordination, damit alte Menschen im Alter nicht stürzen. Ich bin ein Gegner vom Nordic Walking. Der Mensch ist kein Stockgeher. Und es wird in Deutschland der Stock völlig verkehrt eingesetzt. Es fehlt der Gegenschwung. Der wird überhaupt nicht gemacht. Das ist das große Problem, dass wir den energiefordernden Gegensprung vernichtet haben durch die Anpassung an die Technik. Und so beginnt ja das Buch. Die Lachse im Wasser machen eine naturrichtige Bewegung und sie werden damit eine enorme Leistungssteigerung erleben. Die brauchen nicht wie unsere Marathonläufer Energieriegel und Stretching. Die Lachse schwimmen tagelang, weil sie mit der Flosse alles richtig machen. Sie machen Richtschwung und Gegensprung. Das heißt, der Muskel dehnt sich über die Grundlänge und kriegt neuen Sauerstoff. Und das ist das eine Antriebsprinzip. Sie leben aber auch vom Peitscheneffekt. Das heißt, wenn die Bewegung von der einen Richtung in die andere geht, haben wir den sogenannten Peitscheneffekt, wie bei einer Peitsche. Wenn du eine Peitsche nimmst und machst die Bewegung, knallt sie. Warum knallt die Peitsche?
Weil in dem Moment, wo die Richtungsänderung ist, Energie entsteht. Und das erleben die Lachse und auch die Vögel. Wenn die Vögel in ihre Sommer- und ihre Winterquartiere fliegen, haben die eine enorme Bewegungsamplitude, was wir als Menschen ja nicht mehr hinkriegen. Wir können ja mal prüfen, wie bringst du die Arme noch hinten auf die Lehne? Versuch mal auf die Arme auf die Lehne. Können wir alle mal mitmachen? Auf wen? Auf die Lehne? Hinten auf die Lehne. Damit die, kannst du die Schultern öffnen. Ja, richtig. Nicht? Das sind so Übungen, das können die Vögel. Und interessant ist, wenn der Vogel fliegt in dieser Bewegung und wenn die Lachse schwimmen in dieser Schwingbewegung, entsteht dieser Peitscheneffekt. Also wenn ich geahnt hätte, dass ich Sie einlade, damit Sie hier beweisen, wie steif ich geworden bin. Professor Schnack, vielen herzlichen Dank für all die wunderbaren Tipps. Sie haben lauter Fans gewonnen.